Heute können wir ein Fallbeispiel zum mentalisierungsfördernden Gespräch betrachten, sein Gespräch mit Frau M. Sie berichtet, dass ihr Mann und sie gleichzeitig aus betrieblichen Gründen Urlaub machen müssen. Ihr Mann aber mit zwei Freunden auf Radtour gehen wird, während sie zu Hause sitzt und keine Freundin hat, die mit ihr zusammen etwas in dieser Woche machen möchte. Er weigert sich, seine Radtour zu verschieben und mit ihr einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Sie kann nicht gut allein sein, schafft es aber auch nicht, Freundinnen oft genug um sich zu scharen, dass das Alleinsein nur wenige Stunden anhält. Das mentalisierungsfördernde Gespräch ist eine Fragetechnik, bei der die Therapeutin immer nur Fragen stellt, nach Ursachen, nach Folgen, nach Beweggründen. Der Patient ist dadurch gezwungen, sich auf die Ebene metakognitiver Betrachtungen zu begeben. Sein Bewusstsein wird vom emotionalen Gehirn, limbischen System, auf das denkende Gehirn, präfrontaler Kortex gelenkt. Er beginnt, kausal, logisch zu denken, Ursachen des Verhaltens zu erkennen, Folgen seines Verhaltens zu bedenken und Zusammenhänge zu verstehen. Vor dem Gespräch sollte klar sein, wo die Klientin oder der Patient gerade steht, von wo nach wo sie das Gespräch begleiten soll, wo sie stecken bleibt und in welche Richtung es gehen könnte. Erst zu den Gefühlen hinfinden, wenn sie nichts spürt, das wäre Emotion Tracking. Oder, wenn das schon geschehen ist, aus den Gefühlen wieder herausfinden, wenn Gefühle sie zum Beispiel überschwemmen. Das ist dann die Mentalisierungsförderung. Und im folgenden Beispiel geht es um Zweiteres. Das Mentalisieren, ein Emotion Tracking hatte schon stattgefunden. Wir beginnen. Ich habe Angst vor der kommenden Woche. Mein Mann ist mit Freunden im Urlaub. Ich habe auch Urlaub und bleibe allein zu Hause. Warum werden Sie allein sein? Weil mein Mann sich weigert, seinen Freunden abzusagen und mit mir eine Woche wegzufahren. Wäre das zu verhindern gewesen? Hätte es nicht zulassen dürfen. Was hätten Sie tun müssen, um es zu verhindern? Ich hätte sagen müssen, dass ich es mir nicht gefallen lasse, so beiseite geschoben zu werden. Eine Urlaubswoche ist genauso wertvoll wie seine. Was hat Sie davon abgehalten, das zu tun? Es hätte Streit gegeben, wäre er sauer geworden. Welche Angst hat verhindert, dass Sie es tun? Ich habe Angst, ihn zu verlieren. Angst, dass er mich verlässt. Welches Bedürfnis war also noch wichtiger, sodass Sie darauf verzichtet haben, es zu tun? Was brauchen Sie? Ich brauche eine nahe Beziehung, die mir Sicherheit und Geborgenheit gibt. Welche Verbote haben verhindert, dass Sie es tun? Was dürfen Sie nicht tun? Ich darf eigene Wünsche nicht anmelden oder gar durchsetzen. Das ist verboten. Verbieten Sie sich selbst oder kommt das Verbot von anderen Menschen?
Das habe ich von klein auf erfahren müssen. Meine Mutter ließ mich links liegen, wenn ich mich gegen sie gewehrt habe. Und dann hatte ich Angst, dass sie mich ins Heim schickt. Welche Gebote haben dazu geführt, dass Sie stattdessen etwas anderes tun? Was müssen Sie tun? Ich muss mich anpassen, muss gefügig und brav sein, sodass er zufrieden bleibt und bei ihm kein Unmut entsteht. Was wäre wirklich geschehen, wenn Sie es trotzdem getan hätten? Was ist realistisch? Ich weiß ja, dass er mich nicht verlassen wird. Und manchmal hat er auch nachgegeben und war mir nicht lange böse. Wären diese wahrscheinlicheren und weniger bedrohlichen Folgen verkraftbar gewesen? Wenn ich weiß, dass er mich nicht verlässt und dass er nur einen halben Tag böse auf mich ist, könnte ich das aushalten. Wenn Sie es nicht wissen, warum könnten Sie es nicht aushalten? Weil ich aber immer denke, dass er mich jetzt verlässt, halte ich es nicht aus. Was hätten Sie gebraucht, damit Sie es trotzdem tun können? Von wem? Ich bräuchte jemand an meiner Seite, der mich erinnert, dass meine Angst Fehlalarm ist und dass mein Mann sicher bei mir bleiben wird. Was für ein Mensch wäre in der Lage gewesen, Ihnen dabei zu helfen, damit Sie es schaffen? Jemand, der eine Autorität ist und dem ich glaube und vertraue. Was hätte dieser Mensch tun müssen, damit Sie es schaffen? Mich an der Hand nehmen, mich beruhigen, ausstrahlen, dass nichts passieren wird und mir Mut machen. Wollen Sie sich kurz vorstellen, mit seiner Begleitung zu Ihrem Mann zu gehen und ihn zu bitten, dass er seinen Freunden absagt? Ja, wobei ich weiß, dass er sich sehr auf diese Woche mit seinen Freunden gefreut hat. Aber wenn ich nur bitte, überhört er das einfach. Das bringt nichts. Das verstehe ich. Sie wollen deshalb lieber mit Ihrem inneren Begleiter zu Ihrem Mann gehen und fordern, dass es seinen Freunden absagt. Ja, das ist eine verlockende und spannende Idee. Fange mal an. Ich stelle mir das jetzt vor, sage es ihm. Und er ist überrascht, beeindruckt, dass ich das wirklich so meine und bereit bin, es durchzusetzen. Wie fühlt sich die Vorstellung an, es geschafft zu haben? Richtig stark. Mit dem Halt meines Begleiters ist es erstaunlich einfach. Und das zu bewirken, ist ein super Gefühl.
Wie fühlt sich Ihr Körper an? Kraftvoll, aufrecht, mit einer guten Spannung, quasi Spannkraft. Ist es erstrebenswert für Sie, es zu schaffen? Wie sehr wünschen und wollen Sie es? Auf alle Fälle. Nochmal, wollen Sie es wirklich schaffen? Am liebsten jetzt gleich. Wenn dieser Mensch als innerer, unsichtbarer Begleiter dabei ist, Sie können das bestimmen, dass Sie ihn mitnehmen, werden Sie es tun? Ich kann mir das jetzt wirklich vorstellen, es zu tun. Heute Abend, da habe ich noch den Schwung. Das war das Beispielgespräch mit dem Einblenden, was jeweils passiert. Und hier eine Liste der Fragen in etwa, die gestellt worden sind, ganz speziell auf die Situation dieser Frau zugestimmt. Je nachdem, um welchen Fall es sich handelt, können also ganz andere Fragen resultieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Probieren Sie es einfach.